Okay, ich glaube, es wird jetzt gleich übel. Ach, guck mal, wer plötzlich wieder wach ist. Ich bin doch schon bei, Nikolai. Wie kann denn das sein, dass... Okay. Oh, na, der hat noch ein Telefon bei ihr gehabt. Wo hat sie denn ihr Telefon versteckt? Der hat in ihr Bikini? Möchte ich mal wissen. Frauen, also ich weiß, ihr habt so eure Geheimnisse, wo ihr Sachen aufbewahrt. Und wir Männer werden nie entschlüsseln. Aber so ein Telefon ist doch schon... Also da... Da habe ich Fragen. So, hier oben war der Bunker. Okay, da oben kommt noch was. Da kommt was. Okay. Na los. So, okay, na das lief doch ganz gut. Magnet. Ja, klar. Natürlich hat sie einen Magneten bei. Hol's nur hin. Nikolai? Ich dachte hier hoch. Müssen wir. Ach so, wolltest du noch mal kurz Strandspaziergang machen? Ja, noch mal immer kurz den Sand an die Füße fühlen. Verstehe. Damit verstehe ich. Verstehe ich. Lass dir Zeit, Alter. Lass dir Zeit. Komm. Oh, jetzt ist es offen. Schau mal. Okay, hier geht's in die Kanalisation runter. Interessant. Oh, noch ein Ausweis. Schön. What's in here? Schraubenschlüssel. Spasibo, my friends. Here's a little something for your trouble. So, was haben wir da? Oh, die ist gut. Die ist gut. Ich bin voll natürlich. Wie kann es denn auch anders sein? Schwere Brecheisen. Helicopter crash was unfortunate. So, wir haben eine neue beste Waffe, Alter. Bei 214 SPS, das This time we begin working on plan B. Sie ist schon ordentlich. Normally I would have called my comrades right after the crash to have them pick me up within a few hours, but my satellite phone was also unfortunately destroyed. Das ist aber dumm. I need you to go into the city. Find my restaurant, Cafe Kiev, and tell Sergei there to give you a satellite phone. Bring it to me, and we will be off this piece of shit island in no time. Ja, du glaubst, Sergei ist noch am Start, oder was? Satte 5 Totenschädel in Rot. Lach mich da an. Good. Give him this ring. He'll know you came from me. Now go. Now go. Mhm, okay. Ich würde gerne mal wissen, wo man da durch den Gully kann, aber ich würde ganz kurz hier mal eher noch hochklettern. In Morrisby. Okay, wenn ich in Morrisby bin. Schraubenschlüssel. Oh, eine rote Kiste. Stufe 3. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, auch nicht so geil tatsächlich. Ich guck mal ganz kurz irgendwie, dass ich den gegen irgendwas austausche, was vielleicht ein bisschen günstiger ist. Oder wofür ich nicht ganz so viel Kohle kriege. Brechstange wahrscheinlich. So. Okay. Was? Moment. Einlassen. So, okay. Gut, klettern wir mal kurz runter und ich würde mal ganz kurz da in diese in den Gully schauen. Ich weiß nicht, ob sich da ein paar Turtles drauf verhalten oder so, oder keine Ahnung, wo da hingeht. Oh, ein Selbstmörder, okay. Pfui Deil, Alter. Oh, wir haben sogar Selbstmörderfleisch gefunden, das ist cool. Schädel in Braun? Was war nicht gerade?
Was haben wir da gerade gefunden? Kraftloser Stock. Ist mir wurscht. Okay, jetzt füllen wir Wasser. Mhm. Okay, wir sind anscheinend in einer andienenden Bunkeranlage. Ah, okay, kommen wir am Strand raus. Cool. Cool. So, warte mal, ich kletter nochmal schnell hoch. Schauen hier oben nochmal schnell nach. Oh, schön, ein Fakt. Kleine Funkanlage hier. So, so. Okay. Cool. Na, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich könnte eigentlich via Schnellreise. Wo jetzt hin? Also wir waren ja tatsächlich, achso, wir können ja zu Cinema zurück. Genau. Meter. Na gut, der Nachtmarie. So, dann nehmen wir hier wieder durch. Das geht wesentlich schneller. So, und hier ist die Karte und wir düsen direkt zurück zum Rettungsschwimmerturm. Stopp, stopp, stopp. Bevor wir jetzt von Cinema irgendeine Belohnung kriegen, verkaufe ich jetzt erstmal Sachen. I heard this skirt. Alter, was haben wir denn hier? Ein gelbes Messer? Warum ist was gelb? Ist ja eigentlich recht. Gelb ist besonders. Gelb ist außergewöhnlich in allen Spielen. Warum tatsächlich? Warum? So, dann habe ich die beiden Macheten. Das ist eigentlich ganz geil. Ich glaube, das wird auch reichen. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, Haltbarkeit 59. Ja, das ist stetig. Die ist schon echt gut. So, aber Küchenmesser in Gelb. Ich weiß nicht, ob lohnt sich das? Ach, came from outer space. Also die SPS sind jetzt auch nicht so mega dicke, dass man jetzt sagt so, wow, irgendwie, da muss ich jetzt auf jeden Fall ran. Aber, ja, ich habe kurz überlegt. Ich hatte die Farbe gerade sehr irritiert. So, und hier will ich auf... Achso, warte mal, wir müssen natürlich erstmal reparieren, ganz klar. Und dann können wir das upgraden, das Messer hier unten. Das gute, die gute, behindernde Eigenbaumachete. Ne, die brutale. So, und da kommen natürlich noch eine Menge SPS jetzt dazu. Kohle geht natürlich ein bisschen raus wieder. Ah, schmerzt einfach nur. Schmerzt einfach nur. Deodorant und Klebe. Band. Dafür können wir eine Deo-Bombe machen. Ah, okay, gut. So, na dann auf zu Cinemoy. So, bei Mikey werden wir dann auch noch mal kurz rangehen. Machen wir es gleich, wir machen es gleich. Irgendwie, dann habe ich die Molotov-Cocktails da. So, das habe ich jetzt ungefähr 3000 Mal gerade gemacht. So, ab zu Cinemoy. Hey, Mate. Every little bit helps us hang on a little longer. So, und wir bekommen Schocker. It's a big, powerful truck, but we need to turn it into a bloody tank. We need to reinforce it and make it unstoppable. You up for that? Ja klar, natürlich bin ich dabei. Suche einen Mechaniker auf, um den Truck verstärken zu lassen. Cool. Let's do it. Do it. There's a workshop not far from the lighthouse. You'll find what you need there. You know how to weld? Let's just pray the mechanic's still alive then. We'll need to find somebody else. Suche Mechaniker. Das ist erstmal. Das kriegen wir auch hin. So, okay. Wir haben jetzt gerade einen Bauplan bekommen und zwar Schocker. Wenn wir Glück haben, ist der sogar für. Ja, für Machete. Na, bitte, Alter. Sehr schön. Okay, wir wollen modifizieren. Welche wollen wir modifizieren? Wir nehmen natürlich... Alter, wir haben jetzt 309 SPS. Das ist geil. Die nehmen wir, die modifizieren wir. Kostet 269. Machen wir.
Mega, Alter. Mega. So, okay. Könnt ihr tatsächlich nochmal überlegen, als Sekundärwaffe die andere hoch als Schocker zu machen? Aber wir lassen erstmal. Okay, wir haben jetzt quasi unser Machete, unser Strom gesetzt. So, jetzt wird es langsam spaßig. Okay, gut, lass uns den Mechaniker aufsuchen. Ach nee, ist ja Blödsinn. Wir müssen ja... Falsches Auto. Mit dem Schlumpen braucht er ja nicht ankommen. So, mit dem müssen wir zum Mechaniker. 474 Meter. Na dann. Man öffne mir die Türen. Auf geht's. Oh, hast du Glück. Aber auch nicht so wirklich. Wie? Überlebt? I bury you. So, okay, wo muss ich jetzt lang zum Mechaniker? Nee, das ist eine blöde Idee. Hier fahre ich nicht lang. Hier vor allen Dingen so ein Schläger noch an der Tankstelle. Ey, Mann. Überall wimmelt hier von Arschlöchern. So, okay. Weiter geht's. So, 180 Meter noch. Schauen wir mal. Die sind wir noch gar nicht hier. Wir sind in der Ecke. Nette Leute hier. So, okay. Okay, hier müssen wir hin. So, wer seid ihr? Ich hab euch mal kurz auf den Pinsel gehen. So. Geht ihr hier mein Mechanik auf den Sack? Wohl. So. Okay. Verlasse das Fahrzeug. Machen wir. Halt mal diese nervenden Nachbarn, Alter. Und diese Drummischreie. Okay, aber wir müssen die anscheinend erstmal platt machen. Das erübt sich wohl. Damit dann die Frage, ob die klettern können. Oh. Jawoll, Alter. Na los. Alter, nicht. Okay, also die Waffe hat jetzt auf jeden Fall mal. Die hat Power. So, okay. Auf zum Eingang. Werkstatt am alten Yachthafen. Get in! Quick! Hi, Jin. Good. Neues Upgrade verfügbar. Son of a bitch. Hello. Ah, goddamn. So, dann reden wir mal mit Earl. Earl ist nämlich angeschaut. They are. They sick in the head. I showed some compassion. I got bit. By tomorrow, I'll be one of them. Ach, hey. Got maybe 6 hours left. Probably less. But until then, I can still do some good, right? Hmm. What do you want this thing to be? A rolling fortress? A homemade tank? I can add some armor or whatever. You want me to give it a try? Ja, na klar. Scheiße, Mann, Alter. Du bist hier bissen wollen? Das ist kacke. Let's do this. Now you're talking. Hmm. Make it so those bastards don't interfere. And I'll pimp your ride. Damn straight. Okay. So, wir haben einen Punkt zu vergeben. There is a point. There is a point. So, setzt deine tödliche Fähigkeit ein, um fein und schnell fertig zu werden. Oh, das ist eigentlich jetzt geil. Ich glaube, das sollten wir mal nehmen. So, wenn die Rasereianzeige voll ist, halte Q gedrückt, um Raserei zu nutzen. Das klingt nicht schlecht. So, verlasse die Werkstatt. Warum denn?
Holzknüppel. Schon wieder ein gelber. Was ist denn los? Ich finde lauter gelbe Waffen jetzt und alles ist scheiße. Grausame Tauchermesser. 205, Alter. Okay, wir haben jetzt anscheinend hier irgendwie auch so ein Cap gerade erreicht, irgendwie, wo wir jetzt gerade ziemlich coole neue Waffen bekommen. So, na dann, mach mal. Schütze die Werkstatt, während der Mechaniker arbeitet. Yay. Yay. Okay, wo sind sie? Okay, zwei Spots. Schaffen sie es von alleine über die Mauer? Nice. Ich glaube, man muss ein bisschen Schützenhilfe geben anscheinend hier irgendwie. Sonst schaffen sie es nicht von alleine. Na los, dann komm mal. Mensch, gut. Mensch, richtig gut. Muss ich euch jetzt wirklich entgegenkommen, ey? Ach, das ist doch... Leute! I kill you. Es ist einfach... Es ist so unverhältnismäßig brutal. So, wenn du Bock hast, dann kommst du, ne? Machst du. Dankeschön. Ist ja nicht so, dass wir alle auf dich warten hier. Oh, hoppala. Oh, hey. Alter. Erst den Arm ab und dann den Kopf, ey. Was für ein Move. Boah, okay, da oben haben wir anscheinend die Rasereianzeige, die füllt sich so ein bisschen. Aber auch sehr langsam tatsächlich. Ist schon bitter, wirklich. Also, da gibt's mal nichts. So, wie kommt ihr durch? Nee. Wow, Alter. Ich muss mal ganz kurz mal Heilmittel nehmen. Scheiße, ich hab kein Heilmittel. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sehe ich hier mal irgendwo eine kleine erfrischende Krog für mich? Ich guck mal ganz kurz mich hier um, irgendwie, ob ich hier irgendwo ein Heilmittel finde, weil das würde ich schon gut finden, irgendwie. Zwar eine Menge Gasflaschen, mit denen ich hier um mich schmeißen kann. Okay, mit dem Auto können wir nicht fahren. Und ich eine Krog! Doch hier. Ah, Gott sei Dank. So, schnell eingesnackt. So, jetzt kann es weitergehen, Freunde hier. Euer favorisierter Backpfeifenverteiler ist wieder am Start. Na los. I dare you. Ja, ekelhaft. Ja, Seagate. Oh, Autoersatzteile. Die nehme ich natürlich noch mit. Ja, da nicht über so einen schönen, nur so einen schönen Wellenangriff und du baust erstmal einen Vergaser noch aus. Oh, da oben, Alter. Oh, krass. Oh. Oh, das ist ein Selbstmörder.
Na, dann lassen wir doch mal die Party steigen. Okay, krass. Schön, hat die neu gekriegt. Wunderbar. Schwache Küchenmesser. Keine Ahnung, wofür. Vielleicht für einen Hartkanten. Who knows? Oh, ein Fakt. Sehr schön. So, haben wir noch was hier oben? So, hier könnten wir tatsächlich nochmal ganz schnell die Machete reparieren. Oh, komm mal ran, komm mal dran. Ja, komm mal. Schön. Okay, cool. Und dann können wir zum Mechaniker zurückkehren. Repairing. So, für... Oh, 62. Ah, das tut weh. Das tut weh. So, wie kriegen wir dich denn da oben runter eigentlich? Ich kleine Naschkatze. Boah, so alles falsch irgendwie da dran. So, okay. Und Earl, wie sieht's aus, Junge? I'm done. It'll have to do. Hey, there's one more thing. My daughter can't stay here. What? Soon I won't be in my right mind. I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Sorry, Bubba. No way. Hey, is this what you need? Then give me what I need. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. Look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. You promised me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! Go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. Ein schwerer Abschied, Alter. Überleben des Stärkeren. Okay, gut. Ich schaue mich mal hier kurz nochmal um. Kleine Pistolenmunition. Oha. Okay, wir bekommen langsam Schusswaffen hier mit ins Spiel. Sehr schön. Okay, was finden wir noch? Now you're ready. Go get what we need, but stay safe. Don't take any stupid chances. You die out there. Last chance to survive dies with you. Okay, wir müssen mit Jin reden als nächstes. Ich, wie gesagt, ich will mich ganz kurz hier nochmal umsehen. Ah, okay. Also, ich werde hier bestimmt auf der Insel noch eine Menge Sachen irgendwie... Oh, hier ist noch das Hilfe-Pack. Irgendwie, das können wir noch mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall so einiges übersehen, aber... Oh, naja. Wir gucken mal. Ich hoffe, es wird nicht so viel. So, Jin. Mom always wanted to come back here, but she never got the chance. We settled here after her death. The island helped him forget, and he poured his heart and soul into it. This is where my heart is, too. So, if we're supposed to help someone, let's just do it. Verlasse den Urlaubsort, um Nahrung, Medikamente und Waffen zu finden. Okay. I'll do my best. All set? Let's go. I say we check out the church first. Anyone still alive would probably go there. I would. Okay, verlasse den Urlaubsort. So, Jin ist jetzt mein Lager. Okay, ich kann also Sachen bei Jin deponieren. Oder zwischenpacken. Deponieren. Scheiß drauf. Zwischenparken. Okay. So, Taschenlampe bleibt jetzt an. Die ist automatisch ausgegangen. Verstehe. So, okay, na dann fahren wir mal los. Meter, das ist ordentlich. Okay, wir schauen mal.
wo wir hier lang kommen. Nehmen wir natürlich noch ein paar von euch mit. Kleinen Scheißer. Müsst ihr hier nur auf der Straße rumstehen. Okay. Oh, Aufstieg nochmal. Schön. Das gefällt mir gut. Okay, durch den Tunnel. So, wo geht's jetzt weiter lang? Oh, upsala, entschuldigt, entschuldigt bitte. Ich habe das quietschegelbe Auto nicht gesehen. Ist total übersehen. Ah, okay, warte mal, hier haben wir ja das Ehepaar gefunden. Ne? Jetzt fahren wir wahrscheinlich gleich an Hef oder irgendeinem Hef vorbei. Hey, gucken. Miep, miep. Okay, was, ach so, bei der anderen Tankstelle war ja ebenfalls nochmal ein Tunnel, glaube ich. Wahrscheinlich müssen wir durch den fahren. Bei der anderen Tanke. Hm, okay. Also die Geräusche sind echt nicht besonders beruhigend hier in dieser Ecke. Ja, wie das, obwohl du in einem gepanzerten Fahrzeug sitzt. So, schön falsch gefahren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn los? Werden wir bombardiert oder was? So, okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Hm? Go to hell! Go to hell! So, es gibt einen Punkt zu vergeben. Wo waren wir denn? Wo können wir denn? Was wollen wir denn? So, was ist denn das hier? Erhöht die maximale Gesundheit bei aktiviertem Blutrausch. Oh, cool. Töten von Feinden mit scharfen Waffen erzeugt zusätzlich Wut. Das ist cool. Das ist sehr cool. Raserei steigert deine Bewegungsgeschwindigkeit. Hm, ach, das ist alles ziemlich geil. Schaden, Ausdauerkosten und... Ja, ich würde tatsächlich erstmal ein bisschen auf den General-Damage setzen. Raserei, der Perk ist auch schon ziemlich cool, irgendwie. Wir werden es auch demnächst wirklich mit ran nehmen. Aber jetzt erstmal... Wir brauchen eigentlich alles. Wir brauchen alles. Was erzähl ich hier? Wir müssen alles machen. Alles. So, Leiter benutzen. Bist du verrückt, Digga? So, okay. Wir müssen hier anscheinend ein bisschen rumwursteln. Schalt die Stromzufuhr aus. Das war das letzte Ding. Das war das letzte Ding, das den Strom bei der Tanke abschaltet. Okay. Boah, ich jetzt, die steht unten. Wo ist sie? Hinfort mit dir. Untote. Dirne. Scheiße. Okay. Gut. Ist sie wieder eingestiegen oder was? Weiter geht die lustige Fahrt. Ja, 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 ich weiß, bist du jetzt auf die Richter. Akt 2.